Gut, schönen guten Abend. Mein Name ist Martin Melcher von Wiser. Meine Rolle ist der CTO bei Wiser, Chief Technical Officer. Aber ich habe euch zuliebe den Großteil der technischen Folien aus der Präsentation rausgenommen und nur das Wesentliche drin gelassen. Weil mir ist es heute wichtig, euch zu vermitteln, was Wiser ist und welches Problem wir versuchen zu lösen. Und das ist ein gewaltiges Problem. Ich glaube, es ist nichts Neues, wenn ich euch sage, der Arbeitsmarkt in der Krise steckt. Der Grund ist, dass die Bevölkerung kontinuierlich älter wird und dadurch am Arbeitsmarkt ein ganz gravierender Arbeitskraftengpass entsteht. Ja, wenn wir uns diese Grafiken kurz anschauen, dann prognostiziert es zum Beispiel, dass in Deutschland 2030 8 Millionen Arbeitskräfte fehlen werden. Und dass in 2013 13 der 15 größten Märkte von dieser Arbeitsplatz, von dem Arbeitsplatzmangel oder Mangel an Talenten betroffen sein wird. Worauf ist das zurückzuführen? Ganz klar, 2030 werden in Österreich 44% der Menschen über 50 sein, 26% über 65. Ja? Wir als Wiser haben das Problem erkannt und versuchen, eine Lösung anzubieten. Und zwar, ich überspringe kurz ein paar Folien. Unser Ziel ist es, durch eine Jobplattform für Pensionisten diesen Arbeitskräfteengpass zu beheben oder versuchen zu lindern. Ja? Warum machen wir das? Einerseits haben die Menschen, die jetzt in Pension gehen, ein unheimliches Bedürfnis zu arbeiten, ihre Expertise und ihre Erfahrung einzubringen. Andererseits können Unternehmen von der Erfahrung, die diese Menschen gesammelt haben, wahnsinnig profitieren. Es stellt sich die Frage, warum wollen ältere Menschen überhaupt arbeiten? Einerseits geht es darum, dass sie soziale Kontakte knüpfen wollen und wieder Bestandteil oder Teil einer Community sein wollen. Sie wollen durch Einbringen ihrer Kompetenzen wieder Wertschätzung erfahren, sie und mental fit bleiben. Und ganz, ganz wichtig, in vielen Fällen müssen sie zuverdienen. Das ist ein Problem, das wir in Österreich noch nicht so kennen, aber wenn wir nach Amerika oder zum Beispiel England schauen, gibt es dort tatsächlich Fälle, dass die Pensionen so gering sind, dass Pensionisten dazu verdienen müssen, um überleben zu können. Und schließlich und endlich wollen viele Menschen lebenslang auch in der Pension weiterlernen. Was haben Unternehmen davon? Unternehmen können von der Flexibilität oder Loyalität der Pensionisten profitieren. Andererseits gibt es spezielle Geschäftsbereiche, wo pensionierte Menschen besonders gut eingesetzt werden können. Kundenservice ist so ein Thema. Es ist nicht erstaunlich, Pensionisten sind anders motiviert als jüngere Arbeitnehmer. Ja? Die haben ein Berufsleben hinter sich, die wissen, worauf es im Business ankommt, ja? Und sind dadurch in der Regel zuverlässiger. Spezifische technische Expertise, das ist einer meiner Lieblingspunkte da drauf, ja, weil es wird euch klar sein, dass viele Unternehmen sagen, ja, Arbeitnehmer ab 50, die sind langsam, die können am Computer nichts, die sind uns hinderlich, die sind zu teuer. Ja. Darauf sage ich dann, denkt einmal nach, die Menschen, die heute in Pension gehen, sind diejenigen, die das Internet und das World Wide Web erfunden haben. Das heißt jetzt nicht jeder, sondern das heißt nur, dass da unheimliche Expertise da ist, auch im technischen Bereich. Das darf man nicht unterschätzen. Ja? Und schließlich und endlich bilden die Silver Ager, und da haben wir jetzt den Begriff, das ist der Begriff, den wir intern für Pensionisten verwenden, bilden eine neue Zielgruppe da, ein neuer Markt, und für diesen Markt noch nicht allzu viel getan. Ja? Und Unternehmen können durch uns besser auf diesen Markt, auf diese Zielgruppe zugreifen. Wir orientieren uns ein bisschen in dem, was wir machen.
an den Sustainables der UN, 17 an der Zahl. Wir haben uns rausgepickt, die Nummer 8, wirtschaftliches Wachstum und Arbeit. Durch unser Konzept helfen wir der Wirtschaft, neue Arbeitsplätze zu schaffen und auch neue Arbeitsplätze zu generieren. Ja, das ist ganz interessant. Durch den Einsatz von Pensionisten oder Silver Age, jetzt darf ich den Begriff hier verwenden, haben wir die Möglichkeit, neue Arbeitsplätze zu generieren. Ich gebe euch nur ein Beispiel. Wer ein bisschen mit Machine Learning oder künstlicher Intelligenz vertraut ist, weiß, dass es Experten bedarf, um die Maschine zu trainieren. Ja? Wer wäre da besser geeignet als ein Mensch, der ein ganzes Leben lang Erfahrung in einem ganzen gewissen Gebiet gesammelt hat? Ja? Ich gebe euch nur das Beispiel, automatische Erkennung von Hauterkrankungen ist durch eine Maschine möglich, aber wer sagt es der Maschine? Hautarzt in Pension? Perfekt. Ja? Das Machine Trainers, wenn wir das so lernen wollen oder nennen wollen, ist was, was wir unserer Plattform stark propagieren. Punkt Nummer 3, Gesundheitsförderung, das Depression. Es gibt so viele Use Cases, wo Menschen nach der Pensionierung in eine Depression verfallen. Man spricht da kurz nach der Pensionierung von der Honeymoon-Phase. Ja. Alles ist super, ich kann meinen Enkel betreuen, ich kann die Reisen machen, die ich immer machen wollte. Aber was dann? Ja, dann kommt das Erwachen und es endet oft in Depression. Und dann wieder in ein Anstellungsverhältnis zu gehen oder Teilzeit oder freiberuflich zu arbeiten, hilft dagegen. Nummer 4, Wissenssicherung und Wissenstransfer, ganz, ganz wichtig. Viele Unternehmen kümmern sich nicht gut genug darum, das Wissen, das die Firma erworben hat, zu sichern. Sprich, wenn die in Pension gehen, tragen Wissen in sich und die Firmen verabsäumen, das rückzutransferieren. Ja? Und schließlich und endlich der letzte Punkt, Maßnahmen gegen die Armut. Das ist ein trauriges Thema, aber über unsere Initiative und unser System helfen wir auch mit, Altersarmut zu reduzieren. Wie verdient Wiser Geld? Ja, wir sind kein Verein, wir sind keine wohltätige Organisation, wir sind eine GmbH und wir versuchen Geld zu verdienen. Wie tun wir das? Indem wir von den Firmen, die auf unserer Plattform Stellen ausschreiben, Geld verlangen. Ja? Es gibt verschiedenste Modelle. Wir testen momentan intensiv, wie teuer das sein kann und welche Art von Abos oder Preisen das sein können. Momentan kann ich Jobposting schalten, ich kann Employer Branding Pakete kaufen oder ich kann Active Sourcing Pakete kaufen. Was heißt das jetzt? Das sind ein bisschen so HR-Begriffe. Jobposting ist klar, klassische Stellenausschreibung. Employer Branding bedeutet, dass sich eine Firma auf Wiser als altersfreundliches Unternehmen präsentiert. Ja? Sie sagen, indem wir Wiser unterstützen, indem wir mit Wiser arbeiten, tun wir was mit unseren pensionierten Arbeitskräften. Ja? Da spielt der Produkt momentan Ruhe, Standby, ist noch nicht geschützter Name, ja? Das wir speziell für Großkunden konzipiert haben, das es erlaubt, denn eigenen Pensionisten sozusagen ein Geschenk in die Pension mitzugeben, nämlich die Möglichkeit, später wieder im eigenen Unternehmen aktiv zu werden. Active Sourcing bedeutet, dass ich auf der Plattform jetzt kein Jobposting schalte, sondern aktiv nach älteren Menschen suche. Ja? Das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, ja? Weil viele Pensionisten würden sich jetzt nicht aktiv bewerben, würden aber agieren, wenn wer auf sie zukommt und sagt, du oder sie würdest super auf diese Stelle passen, möchten wir es nicht probieren. Ja, das ist im Recruiting momentan ein sehr, sehr heißes Thema. Ja, können wir auch anbieten. Und dann haben wir noch speziell Headhunting Services. Da geht es darum, jetzt hochqualifizierte Silver Ager zu vermitteln. Und wir haben tatsächlich pensionierte Universitätsprofessoren und Experten auf gewissen Gebieten am System. Die sind natürlich für 59 Euro nicht zum haben. Ja, da wollen wir ein bisschen mehr damit verdienen. So, die einzige technische Folie, die ich drin lassen habe. Wiser ist ja nicht nur die Idee, das heißt nicht nur die Idee, pensionierte Menschen wieder in das Berufsleben reinzuintegrieren, sondern es ist auch ein technisches Produkt. Ja?
ein technisches Produkt, das wir zu 100% eigenentwickelt haben. Und das ist heute einiges wert. Das heißt, wenn wir mit Investoren sprechen, können wir sagen, das Produkt gehört uns. Ja, die Erweiterung, die Wartung des Produkts verursacht keine enormen Kosten. Wir können das vorhersagen. Der Source Code und alles gehört uns. Ja, es läuft bei Amazon Web Services, wenn das interessiert. Wir setzen in der Software auf Industriestandards, betreiben agiles Projektmanagement und schaffen es dadurch, kurze Release-Zyklen zu haben, im Idealfall monatlich. Das heißt, wir updaten die Software jedes Monat. Ja, und haben dadurch die Möglichkeit, sehr schnell und sehr intensiv auf Kundenwünsche einzugehen. Ja, und können sagen, ja, noch nicht da, aber nächstes Monat ist es vielleicht schon dabei. Ganz kurz, woraus besteht das? Wie gesagt, wir setzen auf Industriestandards, aufbauend auf einer Datenbank und Elasticsearch. Das ist mir persönlich ganz wichtig. Das sage ich mir so, das ist das Google für arme Menschen. Ja, das ist eine Suchmaschine, die uns erlaubt, Dinge zu tun, die sonst nur Google kann, wie zum Beispiel geografisch zu suchen oder Ansätze von Machine Learning und künstlicher Intelligenz in den Suchalgorithmus reinzubringen. Ja, das Backend selbst ist in Python implementiert und das Frontend in JavaScript. Und es hat jetzt einen gewissen Grund. Ja, selbst wenn vielen oder einigen von euch vielleicht diese Begriffe nicht sagen, ja, geht es im Endeffekt doch um Technologiewahl. Und wer von euch die Technologiesphäre kennt, wird sagen, ja warum, das ist ja alles schon alt. Ja, beide Dinge gibt es schon seit 10, 15 Jahren oder länger. Und man mag sich fragen, warum setzen wir nicht auf das neue Framework, das gerade aus Silicon Valley rauskommt und so weiter. Das Problem ist das Recruiting einerseits und die Skalierbarkeit und Wartbarkeit andererseits. Ja? Weil jede Technologieentscheidung ist gleichzeitig eine Personalentscheidung, weil wenn ich mich dafür entscheide, eine Technologie zu verwenden, brauche ich wen, der diese Technologie einsetzen, umsetzen und warten kann. Ja? Deshalb habe ich mich frühzeitig schon entschieden, auf klassische Technologien zu setzen, weil ich weiß, dass es dann möglich ist, Menschen mit uns gemeinsam entwickeln. Und besonders als Startup, wo man jetzt keine große Marke, keinen großen Brand hat, ist es sehr, sehr schwierig, jetzt talentierte zum Beispiel Softwareentwickler zu akquirieren. Ja? Und es ist besser, man hat einen großen Pool an Entwicklern zur Verfügung. Ja? Das andere ist Skalierbarkeit und Wartbarkeit. Wer garantiert mir, dass eine Technologie, die vielleicht gerade wenige Monate oder Jahre alt ist, in der Zukunft die Tausenden, Hunderttausende von Benutzern, die ich erwarte, unterstützt? Ja? Wirklich aus, ein bisschen zurückzugehen und auf klassische etablierte Technologien zu setzen. Ganz kurz, wer ist Wiser? Gegründet wurde Wiser von der Claudia Bachinger, Carina Roth und mir. Die Idee stammt von der Claudia Bachinger, weil sie persönlich, also jetzt nicht sie, sondern ihre Oma von dem Problem betroffen war, dass die Pensionierung sie in eine Depression gestürzt hat und es hat der oder die Claudia dazu veranlasst, an der Idee zu arbeiten. Carina Roth aus einem Finance-Hintergrund regelt unsere Finanzen und ich selbst, Softwareentwickler seit über 20 Jahren, ja, kümmere mich um das technische Produkt. Ja, habe in den letzten Jahren mit unterschiedlichen Startups in Wien gearbeitet und habe nur auf die Idee gewartet, die mich dermaßen überzeugt hat, dass ich mehr als nur mehr Zeit investiere, sondern mehr Expertise auch. Ja, und Wiser war schließlich die Idee, die mich dazu veranlasst hat, als Mitgründer in das Projekt einzusteigen. Steht ein Investorenteam hinter uns, die teilweise aus dem Personalbereich kommen und uns tatkräftig bei der Weiterentwicklung des Systems unterstützen. Ganz kurz, wie funktioniert Wiser im Innern? Ich habe in einigen Firmen gearbeitet in meiner Karriere und kein Team hat so gut funktioniert wie Wiser. Ich habe versucht zu analysieren, warum das so ist. Ja? Wir haben uns zu Beginn entschieden, die Vision und das Produkt in den Vordergrund zu stellen und nicht die Umsätze, nicht die Finanzen. Ja? Das heißt, dass Aspekte wie Growth, das Wachstum, dem Produkt untergeordnet sind und Marketing und Sales und PR Werkzeuge sind, um das Wachstum zu ermöglichen. Eine unserer wichtigsten Assets ist das Team. Und da, wie man auf der vorherigen Folie schon sieht,
Zwei der drei Gründerinnen sind Frauen. Ja. Claudia und Carina sind auch Geschäftsführerinnen des Unternehmens und es wirkt sich darauf aus, wie das Unternehmen funktioniert. Ja. Besonders in einem Technologiebereich ist es noch immer was Außergewöhnliches, dass Frauen an der Spitze des Unternehmens stehen und es bewirkt, dass nicht nur die Leistung zählt, sondern auch das Wohlbefinden des einzelnen Mitarbeiters. Das führe ich jetzt persönlich einmal darauf zurück, dass Frauen da mit am Ruder sitzen. Ja? Das hat uns an... Bitte? Das ist eine schöne Aussage. Hm. Ja, muss ich sagen, es hat uns anfänglich sehr, sehr geholfen, weil es viele Initiativen gibt, die Startups mit Frauen als Gründerinnen unterstützen. Ja? Es war schön, sowas am Anfang zu haben. Gut, wo stehen wir? Wise als Unternehmen wurde im Sommer 2017 gegründet und wir sind durch eine Reihe von Inkubationsprogrammen, Inkubatoren durchgegangen. Am Anfang steht Female Founders, also was, was nur weiblichen Gründerinnen zur Verfügung steht. Über Initz und V-Accelerate, das sind alle Großen in Wien, die eben Startup-Förderung betreiben. Und wir sind erst heute wieder, ich weiß nicht, ob das schon durch ist, in einem neuen Inkubationsprogramm von einer Firma, die Hackaboo heißt. Die betreiben Growth Hacking. Da läuft jetzt gerade zu dem Zeitpunkt der Pitch. Deshalb stehe ich da und nicht meine Kolleginnen. Wie schaut es mit der Entwicklung des Unternehmens aus? Wir haben im September 2017 von der Wirtschaftsagentur Wiener 100.000 Euro Förderung erhalten, was uns geholfen hat, mit der Produktentwicklung zu beginnen. Und im Mai 2018 haben wir die erste Investitionsrunde über 250.000 Euro abgeschlossen, was es uns ermöglicht hat, einmal mit dem Marketing anzufahren und einmal in Österreich aktiv zu werden. Wir stecken aktuell in der zweiten Finanzierungsrunde, wo es um mehr Geld geht und de facto um den Markteintritt in Deutschland. Ja. Das Produkt selbst ist funktional vollständig seit September 2018. Funktional vollständig bedeutet, alles das tut, was man sich von einer Jobplattform erwartet und natürlich besser. Ja. Was steht an? Wir verhandeln mit den ersten Industriepartnern. Wäre gut für uns zu haben, weil es sichert den Bestand des Unternehmens auch finanziell längerfristig. Und am 12. März 2 Minuten, 2 Millionen, eine weitere Chance für uns, das Projekt zu präsentieren. Ja. Also nicht vergessen zum Einschalten. Ja. Am 12. März, ich glaube um 20.15 Uhr auf Puls 4. Gut, und der große Plan für 2019 ist eben nach Deutschland zu expandieren. Wichtig für uns sind große Benutzerzahlen, um schnell zu lernen, was der Markt braucht und wie sich Benutzer im System verhalten. Die Vision stellt dar, wo Alter nicht bestimmt, wer wir sind und wozu wir fähig sind. Ja, wir gerne erreichen. So, und da ich jetzt eine funktionierende Internetverbindung habe, hoffe ich, können wir ganz kurz in das System reinschauen. Die Adresse wiser.eu oder growwiser.com. Wir haben einen Bereich für Unternehmen und da vielleicht ganz interessant, wir bieten den Unternehmen einen Einblick in unseren Talentpool an. Das heißt, das ist ein kurzer Überblick, was sich an Pensionisten am System registriert hat, wer sich in etwa registriert hat, was die Qualifikationen sind. Das heißt, Vorabinformation, bevor sich das Unternehmen entscheidet, Jobposting zu schalten oder zu bezahlen, was überhaupt möglich ist. Ja. Das ist jetzt der Anfang, also erstes Quartal 2019, da hat sich in den letzten Wochen sicher noch ein bisschen was getan, aber wir haben in etwa 2000 Silver Ager im System, was unsere Erwartungen stark überschritten hat, wenn man bedenkt, dass wir im September begonnen haben damit. Ja, und wir haben jetzt da zwar nicht das exponentielle Wachstum erreicht, aber es ist stärker als linear. Das heißt, wir wachsen sehr stark
Und wir hoffen, dass wir jetzt mit dem Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen, besonders in Österreich, noch die Benutzerzahlen stark steigen können. Wir haben jetzt vor dem Markteintritt in Deutschland einmal auf sozialen Medien große Städte wie München angetestet und das Feedback ist ähnlich gut wie in Österreich. Ja, das heißt, wir sind zuversichtlich, dass das gut funktioniert. Momentan geringfügig mehr Männer als Frauen im System. Die Alterspyramide, ganz interessant. Das heißt, die durchschnittliche Benutzerin ist irgendwo im Bereich 63, ein bisschen was, ja, 63. Ebenfalls signifikant, wenn man sich das anschaut. Die Altersgruppe kurz nach der Pensionierung, ja, ist wenig aktiv im System, was belegt, dass dieser Honeymoon-Effekt tatsächlich existiert. Das heißt, kurz nach der Pensionierung will ich nicht arbeiten. Ja, lass mal ein paar Jahre vergehen. Ja, scheint tatsächlich so zu sein. In welchen Bereichen sind unsere Silber-Edger unterwegs? Da zeichnet sich heraus, dass Sparten wie künstlerisch, kreativer Bereich, Gesundheit und Buchhaltung, Finanzen und Beratung sehr, sehr stark vertreten ist. Ja? Das kommt uns zugute, weil wer sucht nicht einen Steuerberater, der zuverlässig ist, ja? Der vielleicht zu anderen Konditionen arbeitet, als die, die da draußen momentan aktiv sind, funktioniert sehr gut. Ja? Die Vision Wyzer versuchen wir über die Community-Seite ein bisschen zu steuern und besonders zu informieren. Ja, wir bieten Informationen an, was notwendig ist, um in der Pension zu arbeiten, wie das funktioniert, ja, und bieten dazu auch einen Pensionszuverdienstrechner an. Das heißt, da kann sich jeder, der vorhat, in der Pension zu arbeiten, einmal durchrechnen, was es kosten würde, ja, oder wie viel man verdienen könnte. Ja, ist nicht ganz einfach nach dem österreichischen Gesetz, aber in der Regel kann jede Pensionistin und jeder Pensionist dazu verdienen. Ja. Problematisch wird es bei Pensionen aus gesundheitlichen Gründen oder Frühpension. Aber dieser Zuverdienstrechner gibt da eben drüber Auskunft, was da passieren kann und wie viel man dann im Endeffekt netto tatsächlich rauskriegt. Gut. Wir publizieren immer wieder Tipps und Videos, wie man Lebenslauf schreibt, wie man sich selbstständig macht als Pensionistin oder Pensionist. Und das ist alles über unsere Plattform zu erreichen. Ja? Für Benutzer selbst, habe ich gerade kurz gesagt, es ist ein geschlossenes System. Das bedeutet, wer sich nicht am System registriert, bekommt unsere Jobs auch nicht zu sehen. Ja? Und die Firma, die sich nicht vorher registriert, bekommt die Benutzer auch nicht zu sehen. Ja? Haben wir uns aktiv entschieden, das so zu tun, weil wir einerseits die Exklusivität unserer Jobs gewährleisten wollen. Das heißt, die Jobs, die im System zu finden sind, sind für Pensionisten, Silver-Ager geeignet. Ja? Und andererseits wollen wir uns mit der Datenschutzgrundverordnung und so weiter nicht in irgendwelche gefährlichen Gebiete begeben, indem wir da Sachen nach außen schicken, über die der Benutzer selbst keine Kontrolle hat. Ja? Das heißt, im Gegensatz zu anderen Jobplattformen wie Karriere und so weiter, wo alles öffentlich ist, sind wir ein geschlossenes System. Ja? Als Benutzer kostet es nichts. Ja? Das heißt, für den Jobsuchenden oder die Jobsuchende ist das gratis, ja? Zahlen uns die Firmen. Ja? Ganz genau. Ja. Gut, können wir, glaube ich, direkt zu den Fragen übergehen. Welche Unternehmen? Können Sie schon welche oder wollen Sie welche nennen, die schon mitmachen? Also wir haben zu Beginn des Projektes schon mit Pionierpartnern zusammengearbeitet. Es waren große Unternehmen, die gesagt haben, sie unterstützen uns, indem sie das tun. Ja? Die braucht man nicht verschweigen. Ja? Der erste große Kunde war die ÖBB. Und ganz interessant, weil wenn man schaut, in den nächsten Jahren
wird die ÖBB tausende an Mitarbeiter aufgrund von Pensionierung verlieren. Und natürlich ist es dann in denen ihr Interesse, da mitzumachen. Ja? Dann Supermarktketten, ja? Sehr aktiv. Denz, Naturkost, funktioniert ganz gut. Möbelhäuser, XXX Lutz als Kunde. Ja? Welche Art von Jobs sind das dann? Im Sales, Lebensmittelbereich sind es hauptsächlich Kassenjobs. Ja, da gibt es den Standard-Use-Case, wer sperrt den Supermarkt am Samstag um 5 Uhr in der Früh auf und füllt die Regale. Ja, ist sehr, sehr schwer für die Unternehmer, da Mitarbeiter zu finden. Ja, und pensionierte Menschen haben offensichtlich leichter, das zu tun. Ja, anderer Use-Case sind extrem lange Öffnungszeiten in Tourismusgebieten, wo sich Supermärkte schwer tun, wenn zu finden, das zu tun. Ja. Besonders auch in der Hotellerie Jobs wie Nachtportier, ja, ist was, was oft mal ausgeschrieben wird, wo sich auch Pensionisten gern drauf bewerben. Ja. Und natürlich die klassischen Kundenservice-Jobs, wo man sich denkt, durch einen alten, erfahrenen Menschen, der die nötige Ruhe hat, das zu machen, sich dort auch einen Vorteil zu verschaffen. Das funktioniert auch ganz gut. Ja. Ich habe noch eine Frage. In der Alterspyramide hat man vorher gesehen, die meisten sind so um die 60, aber es gibt auch Leute, die jünger sind. Aber sind Silver Ager jetzt unbedingt in Pension oder sind das auch Leute, Nein. die noch im Arbeitsleben stehen könnten? Wir versuchen jetzt nicht oder? Ein Alterslimit zu setzen. Wir verbieten sowieso einmal niemanden, sich anzumelden. Ja? Wir sorgen aber auch, dass die Jobs, die wir anbieten, ja, jetzt eher für diese Altersgruppe zugeschnitten sind. Ja? Wir haben begonnen, mit dem 50-plus-Modell zu arbeiten. Ja? Haben uns dann aber entschieden, da nicht weiterzumachen, ja? Weil das eindeutig das Metier des AMS ist. Ja? Menschen, die noch arbeiten müssen, ja, können wir in dem System nicht so gut bedienen, weil es oft andere Probleme mit sich bringt. Ja? Das heißt, wir können nicht garantieren, dass diese Person jetzt, wenn sie einen Job findet, bis zur Pension dort bleiben kann. Ja? Und der Betreuungsaufwand für Menschen 50 plus, ja, die jetzt kurz vor der Pensionierung einen Job verlieren, ist was, was wir eigentlich nicht leisten können und nicht leisten wollen. Ja? Aber ich verstehe das nicht. Dann eher, weil es ist jetzt 50 plus, das ist ja mittlerweile immer schon ein Thema. Das ist nichts. Ja? Du mal 50, naja, aber trotzdem, wenn du 50 bist, danke, dann ist es schon schwer, einen Job zu kriegen. Ist jetzt meine Frage, dass die Anwärter, die jetzt auf deiner Plattform sind, gewährleistet bekommen, dass genau diese Firmen, die sich ja bei euch auch bewerben, genau solche Leute wünschen oder möchten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort einen Job bekommen, ist viel höher, als wenn sie sich im normalen Arbeitsmarkt eingliedern würden, ob das jetzt über AMS, also ob die Jobbörsen, Karriere.at etc. ist, ja. Weil da sucht man doch eher jüngere Leute, weil jüngere Leute billiger, was auch immer. Ja? Also das heißt, da kann man sicher gehen, wenn man sich bei euch einloggt. Ganz genau. Ja. Und auch von der Firmenseite, das Feedback, das wir oft kriegen, ist, jede Person, die sich beworben hat, will doch tatsächlich arbeiten. Ja, das klingt jetzt aber komisch, aber ein Pensionist, der sich auf so einer Plattform bewirbt, ja, der will sich nicht scheinbewerben, weil er muss. Das ist eine Person, die will wirklich. Ja, und das wissen Unternehmen zu schätzen, die hunderte von Bewerbungen kriegen und von vornherein sagen, 75% müssen wir leider aussortieren, weil das ist nichts. Ja, das passiert doch nicht. Aber habe ich das sehr richtig verstanden, weil das war nämlich meine vorige Frage. Ja. Ich könnte mich jetzt auch bei euch bewerben. Jeder kann. Jeder. Das heißt, ihr würdet aber dann trotzdem eher den genau eure Zielgruppe, diesen älteren Menschen, die schon in Pension sind, die es grundsätzlich schwieriger haben, quasi wenn sich jetzt jüngere Leute, ich meine, da würde ich mir jetzt ausnehmen, weil ich bin vorher auch schon jetzt in diese Klasse rein, aber dann, wenn sich da jetzt ein 30-Jähriger bewirbt, dem würde dann quasi der den Job wegnehmen, die Älteren, die sich eh grundsätzlich schwerer haben. Nein, das sehen wir nicht so. Ich weiß noch nicht, wie glücklich der 30-Jährige auf der Plattform sein würde, weil der wird höchstwahrscheinlich eine Vollzeitanstellung suchen. Ja. Zwingend, wenn seine Frau ist, die ein Kind soll. Also Wiedereinsteigerinnen suchen ja gezielt Teilzeitjobs. Na, absolut. Ja. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das eben steuern können, ist die Kommunikation, die wir nach außen haben. Ja. Wir werden niemanden
davon abhalten, sich am System zu bewerben. Und jeder Benutzer ist für uns gleich und jede Benutzerin. Ja, und wenn jetzt die 32-jährige Mutter da drin steht, ist das vollkommen okay. Ja, im Endeffekt ist es die Frage, ob das Unternehmen den Job gepostet hat, auf welche Art die da drauf reagiert. Weil die haben sich eben was anderes erwartet als Bewerber. Ja? Ja? Ich habe mal eine Frage. Sind diese Leute dann Angestellte, Freiberufliche? Und jetzt ist es nicht negativ gemeint, aber wenn man Zeit hat, ist man auch bereit, den Preis zu drücken, zu dem man angestellt wird. Wie achtet ihr darauf oder ist es euch egal? Gar nicht. Wir sind nur Vermittler. Ja? Unser Ziel ist es, das Matching herzustellen, welche Art von Arbeitsverhältnis dann zustande kommt, können wir uns im momentanen Stadium nicht erlauben zu tun. Ja? Wir haben natürlich nachgedacht, was es bedeutet, eine Arbeitsvermittlungsagentur und so weiter aufzumachen. Ja? Aber das können wir als kleines Startup momentan nicht leisten, sowas zu tun. Und eure Erfahrung ist, die Leute werden als Selbstständige oder... Die Leute werden als Selbstständige angestellt, genau. Oder wie das ist eure Erfahrung? Das wird der Regelfall sein auf Honorarnotenbasis. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ich würde gerne noch mal wissen, wie der Ablauf ist für ein Unternehmen, wenn man sich anmeldet und jemanden sucht. Ja. Zahlt man da einmalig? Wenn man jemanden gefunden hat, ist das dann vorbei oder sind das laufende Kosten? Na, wir haben uns momentan entschieden, mit einem Abo-Modell zu starten. Und mit dem Abo kauft man sich eine Anzahl von gleichzeitig aktiven Job-Postings, ja, ein Zusatzfeature, um Jobs zu promoten oder Zugriff über Active Sourcing auf den Talente-Pool. Je nachdem, welche Abo-Option man kauft. Ja. Die Zeit wird zeigen, ob das richtige Modell ist. Es kann gut sein, dass die Kunden das Abo-Modell zu abschreckend finden und wir wieder auf den Verkauf einzelner Job-Ausschreibungen zurückgehen. Aber momentan ist das so. Ja. Wir haben bisher für das erste Monat Gutscheincodes vergeben. Ja. Und wir denken auch an, in naher Zukunft sowieso einen gewissen Zeitraum Free Trial anzubieten. Das heißt, für die ersten 14 Tage Jobposting sowieso gratis, weil es ist uns klar, dass auf einer Plattform, die jetzt noch nicht so populär ist wie Karriere, aber bald populärer, ein bisschen Angst hat, die Katze im Sack zu kaufen. Ja? Ja? Keine weiteren Fragen? Gut, danke vielmals.